Roboterarme helfen bei der Arbeit. Eigentlich nichts Besonderes mehr. Doch hier handelt es sich um ein System, das bei Operationen eingesetzt wird. Die Roboterassistenz Da Vinci ermöglicht präzise und blutungsarme Operationen, insbesondere in der Tumorchirurgie. Seit Juni 2022 assistiert der Da Vinci den Chirurgen im RegioMed-Klinikum Coburg im Bereich der Gynäkologie, der allgemeinen Viszeralchirurgie und der Urologie. Und haben festgestellt, dass wir eine wahnsinnige Arbeitserleichterung und eine Verbesserung in dem Ergebnis für die Patientinnen haben, da wir sehr präzise operieren können, blutungsarm, auf sehr engen Raum. Das macht sich sehr bemerkbar bei den Operationen im Becken, die ja die Gynäkologie betrifft, bei den Gebärmutterentfernungen, wobei das eher die leichten oder kleinen Eingriffe sind. Aber wir können im Prinzip alles operieren, gutartige Erkrankungen und bösartige Erkrankungen, also Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Lymphknotenentfernung. Der Arzt bewegt die Greifarme des Roboters über eine Konsole, die selbst feinste Strukturen freilegen und auch schwer zugängliche Stellen erreichen kann. Er sieht den Eingriff in einer sehr guten Qualität, was ein millimetergenaues Arbeiten ermöglicht und neue Perspektiven eröffnet. Durch die Bewegung der Hände können wir Bewegungen der Instrumente in der Bauchhöhle einsetzen und umsetzen und haben hier somit eine viel höhere Präzision. Wir können viel speziellere Winkel in der Bewegung realisieren durch den Roboter, was wir bisher nicht gekonnt haben. Zahlreiche Tumore sind hier im Fokus dieser Operationstechnik, wie zum Beispiel Dickdarmtumore, Enddarmtumore. Und das geht hin bis zum Bauchspeicheldrüsenkrebs in besonders ausgewählten Fällen. Der Assistenzroboter hat die Arbeit der Mediziner von der offenen Chirurgie in die Robotik verlagert. Nicht nur die Ärzte, sondern vor allem auch die Patienten profitieren von der Assistenz. Also momentan ist es ganz klar die Prostatektomie, die Entfernung der Prostata beim Prostatakrebs, wo wir den großen Vorteil haben, dass wir die Nerven erhalten können, schonen können. Das hat was mit der Erektion zu tun. Wir können die Erektion zu großen Teilen, nicht zu 100%, aber zu großen Teilen erhalten. Und das Zweite ist, die große Gefahr ist nach dieser Operation, dass Patienten inkontinent würden. Und wir können mit dieser Methode wirklich diesen Sphinkter, den Schließapparat an der Harnröhre fast zu 100% erhalten. Im RegioMed-Klinikum Coburg sind die Patienten in Händen von Top-Medizinern und modernster Technik. Die Roboterassistenz Da Vinci ermöglicht es so, Tumorpatienten besonders schonend zu behandeln.